Influencer. Das einmalen, oder? Achtung, Kilo 33 und Kilo 34, Ihre Landezone ist zu heiß. Verstanden. Dort, bereit halten zum Empfang. Ja, Commander. Koordinaten erhalten. Sofortige Kurskorrektur eingeleitet. Die Schwertbasis des militärischen Nachrichtendienstes wird von einem Allianzschiff der Korvettklasse belagert. Orbitalmunition ist gegenwärtig aufgrund der Sensibilität dieser Einrichtung verboten. Leider konnte ich keine relevanten Daten zu feindlichen Truppen abrufen, doch die Verteidigung der Basis ist ungenügend. Der MND hat um den Eingriff des Noble Teams und dessen Hilfe bei der Sicherung der Schwertbasis gebeten. Okay, Leute. Das Schiff hat mir noch eine Weile am Hals. Kümmern wir uns um die Infanterie. Helft den Soldaten. Cat 6, los raus! George, Emil, macht euch bereit. Los geht's, Lieutenant. Cat 6, Angriff auf Schwertbasis zurückdrängen. Findet raus, womit wir es zu tun haben. Roger, wir sind Ihr Strike Team. Spartans, Feind im Norden. Schlagen wir ein paar Köpfe ein. Platz. Ich kann sie nicht sehen. Noble 2 an Schwertzentrale. Hof ist frei. Over. Irgendwer schaut schon. Gehen Sie zum Haupttor im Osten. Ich briefe Sie auf den Weg. Schwertzentrale. Sehe Zielsuche. Gibt es Artillerieunterstützung im Gebiet? Begrenzt, aber wir priorisieren für Sie, Ma'am. Drei Echo 5-7 kommt zurück zur Basis. Aber wir werden verfolgt. Habe ich jetzt. Hören Sie! Vorsicht! Oh. Weiter, komm. Genau, da gibt's einen Erfolg. Zwei Panzer vermeldet. 6, nimm den Zielsucher für den Wraith. Funkanlage im Osten. Auf geht's.
Ah! Wer war's da, wie so umgekommen? Registriere eine Energiequelle. Wir sind nah an der Flankkarte. Sicher. Ja, genau. Na was? Sind noch mehr? Dort liegen wir zu lang. Da sollte irgendwo ein Reset-Knopf sein, mit dem man sie anwerfen kann. Brauchst du nur auf die Master Chief aufgehen, das extra den Patch dafür habe ich sagen, weil das ist sowieso am Game Pass. Und dann den Update abladen und dann hast du eh alles. Es hat geklappt, Sex. Brauchst du nichts kaufen. Gut gemacht, Spartans. Jetzt zur Ferrigan-Station. Bringen Sie die Funkanlage in Gang. Spartans, Schwertzentrale hier. Dachten, Sie bräuchten etwas mobile Feuerkraft. Immer doch. Nimm den Warthog, Sex. Games sind ja eigentlich immer da die besten Games halt, ne? Und zwar ja alle 100 Jahre mal eins. Ja, sicher. Ist ja nicht so wie bei manchen anderen Herstellern, wo 60 GB Spiel rausgekommen und dann habe ich Fragezeichen auf der Welt. Feindlicher Truppenkampf nähert sich. Ich hoffe, der Generator der Funkanlage ist intakt. Ich hab grad die Spartans, nicht die Spartans, die Eliten zusammengeführt. Okay, Nein, ich hab schon wieder einen zusammengeführt. Immer weiter abdrücken, Soldat! Genau, mein, weiter so. Zielgewechsel! Da war es wenigstens, dass die Scheiße recht schwierig ist, ne? Ich hätte noch nicht gesehen, wenn es schon gibt. Echt? Ja. Ich werde geschossen! Yeah, bleib genau da!
als Geschenk kaufen werde, das ist so bewusst. Ja. Und dann wählst du so ein Profil aus. Der Generator läuft. Finde die Funkanlage. Irgendwo ganz oben. Und der Lenzer, der. Der Lenzer ist aber einmal da. Puh! Das war der harte Umsatz, aber. Ewig und noch 3 Tage geliefert. Was ist mit dir? Für was schieße ich nach denen ein? Zurück zur Schwertbasis. Der Rest ihres Teams kommt auch gleich. Gaswartung. Achtung, Noble. Allianz-Korvette geht in Position. Cat, 6. Komm schnell her. Wir treffen uns drinnen. Das habe ich auch noch nicht geschafft zum Beispiel. Jäger da. Prinz, jetzt kommen Jäger. Kennst du eigentlich schon? Jäger kommen. Jäger. Ja, ich hab eh Neger gesagt, zum Absichtlich. Neger, Jäger. Ich hab gerade eine Position mit Luftschlaf attackiert. Ja, eigentlich ist ja das Hand, ne? Er baut mehr oder weniger, ne? Also.
Naja, so was Flackisches, was du dort meinst. Du. Ja, du kannst sowas verwenden, aber das ist eigentlich nicht wirklich lang, das ist kurz, außerdem ist das da. Na, wie heißt der? Auf geht's! Ja, aber du kannst du leider nicht verwenden. Geht doch kurz raus, weil hier ist mega. Ja, das ist aber jetzt Flakgeschütz. Ähnlich. Ja, ähnlich, aber es ist ja trotzdem eine Zeit super hart verwandt, weil es uns mega rotzen kann. Ja, aber die gibt's ja auch als normale Laserversion, gibt's die auch. Wo er einfach dann noch nicht nur so ein Schuss an 15. Ja, ja. In Position. So, Anega ist dort. Mit nur einem MAB-Geschoss ausschalten. Da hörst du sogar MAB-Geschoss. Das bezweifle ich aber. Oh! Bin bereit. Greift sie an. Schnell und heftig. Aua! Es wird Zeit, diesen Kampf mal die persönlich zu gestalten. Ich werde beschossen. Sechs, die Hochtritte Mehl. George, sorgt dafür, dass er auch ankommt. Auf jeden Fall. Greifen, auseinanderpiefen! Verstanden. Ich bin bei Ihnen, Lieutenant. Das ist schön. Ja, nur weiter so. Na, der Warshot, Mann! Guck mal vor, ja. Es hier ist. Ich bin dabei. Betrachten Sie mich als Ihren Schatten. Judgment. Die Korvette macht Kleinholz aus der Basis. Lagebericht, Nobel. Oh, gibt's auch noch? Ich schaff's nicht allein. Ich brauche noch einen Spartan hier oben. Sechs. Geh ins oberste Geschoss und hilf Emil. Du hast mir den Kampf genommen.
Alles frei! Schön, oder? Das nicht, aber dafür... Jemand sollte ein Foto machen. Übrigens, gut gemacht. Immer gerne. 5-6 in den Forschungsflügel. Dr. Halsey ruft zur Nachbesprechung. Der Befehl wurde bereits erteilt. Wie bitte? Haben Sie Halsey gesagt? Genau. Okay, sind auf dem Weg. Da brauche ich keinen Befehl. Ich gehöre schon mein halbes Leben. Wahrscheinlich. Ich habe Ihre Hilfe angefordert, Commander. Ich brauche keinen Bericht über Dinge, die vor meiner Haustür stattfinden. Ich möchte von Ihnen einen detaillierten Bericht zu Ihrem letzten Einsatz. George, es ist so lange her. Mom? Was hast du meiner Panzerung angetan? Nur ein paar Ergänzungen. Aha. Visegrad Relais. Das Datenzentrum gehörte einem meiner Xeno-Archäologen, Professor Laszlo Sorvat. Vielleicht können Sie seinen Tod aufklären. Männlicher Zivilist, Mitte 60, starb mit einem Partikelschwert der Allianz im Bauch. Eliten also. Uns haben sie auch angegriffen. Kurz nachdem wir die Tochter ihres Forschers fanden. Sie hatte sich in... Irrelevant. Die Eliten. Erzähl mir mehr über sie. 3. Zelotenklasse. Einer ist entkommen. Sah wie ihr Anführer aus. Zeloten? Ganz sicher? Panzerung stimmt überein. Schildstärke auch. Ich habe befohlen, ihn nicht zu verfolgen. Unser Primärziel war die Reparatur des Relais der Station. Primärziel? Commander, sind Sie eine Marionette oder ein Spartan? Ma'am? Einige beim MND glauben, so wie ich, dass die Allianz Eliten Spähtrupps schickt, um für ihre Religion wertvolle Artefakte zu sammeln. Laut Berichten von Überlebenden sind diese Trupps klein, wendig und fast immer Zelotenklasse. Sie kamen zweifelsohne zur Station wegen der dort gespeicherten MND-Ausgrabungsdaten. Und sie haben sie entkommen lassen. Datensicherung gehörte nicht zur Anweisung. Und wir hatten auch andere, dringendere Verpflichtungen. Wie den Planeten zu warnen. Professor Sorvats letzter Forschungseintrag bezog sich auf eine Schlüsselentdeckung. Schlüssel. Das Wort würde er nicht unbedacht verwenden.
Hoffentlich ist es auf dem Datenmodul, das Ihr Lieutenant Commander gestohlen hat. Cat. Bevor Sie fragen, ich wurde sofort alarmiert, als Sie versucht haben, auf die Inhalte zuzugreifen, wie bei jedem unautorisierten Zugriff. Die Daten sind streng geheim. Ich könnte Sie für eine solche Störung meiner Arbeit in den Knast wandern lassen. Sie könnten gleich mitgehen. Wie bitte? Der Notfallplan Winter ist in Kraft getreten. Sie kennen doch sicher die Strafe für Einmischung in Spartan-Einsätze durch Zivilisten. Ist das eine Drohung, Commander? Soll nur ein Hinweis sein, Ma'am. Das stimmt. Na los, Noble Team. Ich würde trotzdem besser finden, alle Spiele auf Arkan zu gehen. Ma'am? Das wär's erstmal, George. Ja, halt, aber generell für Arkan zu gehen, das war alles zehnmal gescheiter, zehnmal einfacher alles.